Wir haben 2 Wochen Zeit und wollen die Ostküste von Polen entdecken mit dem Fahrrad. Gleich erstmal was einkaufen und dann starten wir rein in die Tour. Mal sehen, was es heute so gibt. Also nochmal kurz zur Info. Wir hatten die Idee, dem Eurovelo 13, auch Iron Curtain Weg genannt, an der Ostküste Polens zu folgen. Das hieß für uns, von Stettin aus immer Richtung Norden, bis wir das Meer erreichen und damit auch den Eurovelo Radweg. Was uns nicht ganz klar war, ist, dass der Weg sich an vielen Stellen in Polen noch im Aufbau befindet. Also eigentlich alle Strecken, die hier rot gestrichelt sind. Wir sollten also im Laufe der Tour immer wieder Probleme bekommen, Schilder zu finden oder überhaupt befahrbare Radwege. Aber ihr kennt uns ja, das hält uns nicht auf. Oh. Eis gekühlt. Oh ja. So, Tag 1 abgeschlossen. Wir haben spontan entschieden, einen etwas früheren Campingplatz anzusteuern, weil wir beide doch erstmal uns ein bisschen ans Radfahren wieder gewöhnen müssen. Wir sind jetzt heute, ich schätze mal, so ungefähr 60 Kilometer gefahren. Viel so richtig krasse Schotterpiste, also schön, aber halt einfach auch sehr kraftaufwendig. Und unsere Hintern sind erstmal bedient für heute und jetzt bei dem Wetter machen wir noch einen schönen Strandtag, man kann hier direkt ans Wasser, super chilliger Campingplatz. Das wird heute getestet. Ich habe jetzt die Powerbank hier quasi reingeschoben und jetzt lassen wir das den ganzen Tag auf dem Gepäckträger und mal schauen, was passiert. Boah, cool. Sieht aus, als würde der gleich versuchen zu fliegen. Ich glaube, der bedroht uns ein bisschen, weil wir hier stehen geblieben sind vielleicht. Kann ja nur schief gehen. So, wir sind beim Meer angekommen. Was aber auch bedeutet, wir sind hier jetzt ein ganzes Stück durch so einen Nationalpark, so eine absolute Mountainbike-Strecke runtergehoppelt. Und jetzt müssen wir alles wieder hochhoppeln. Wir sind hier gerade angekommen und Hella hat ihre Brille nicht mehr. Jetzt ist sie da wieder runtergerannt. Und hofft, dass sie da noch liegt. Ja. Mal gucken.
Nachdem wir verzweifelt versucht haben, meine Brille zu finden, wir sie nicht finden konnten und die einzige Erklärung ist, dass sie jemand direkt eingesteckt hat. Danach haben wir entschieden, okay, wir fahren jetzt zum Campingplatz, weil wir wollten noch ein bisschen chillen. Und jetzt waren wir schon im Meer schwimmen. Das war richtig cool. Genau, und jetzt gibt's Suppe. Dann? Das ist so still, ich sind nur drei Dosen hier. Heute ist mein Geburtstag. Hella hat mir schon eine Kerze geschenkt. Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie brannte. Das Problem war, es hat auch gar noch angefangen zu regnen. Deswegen sitzen wir hier so doof im Zelt. Eine neue Sonnenbrille, ein neuer Tag. Weg, ein neuer Tag. Wir sind jetzt auf dem offiziellen Eurovelo 13. Der ist auf jeden Fall bisher ziemlich huckelig, eher so Mountainbike-mäßig. Ist auf jeden Fall direkt am Meer. Wollen heute so, mal schauen, die erste Etappe machen, ne? Wir fahren jetzt einfach mal. So, letzte Aufnahme ist ein bisschen was her. Wir sind mittlerweile auf dem Campingplatz angekommen, haben unser Lager aufgeschlagen, waren schon was einkaufen. Heute war eine ganz abgefahrene Strecke irgendwie am Anfang. Also jedes kleine Städtchen wie so eine Kirmes, so voll mit Menschen und so ausgelegt für Hauptsache Konsum und irgendwie, dass da auch keiner lebt. Aber danach wurde es richtig schön, noch mal ganz viel durch Wald gefahren und einfach eine richtig, richtig schöne Tour. Genau, und jetzt sind wir echt happy mit dem Tag. Wir sind längst nicht so weit gekommen, wie wir gedacht haben. Was aber auch an den Straßenbedingungen liegt. Die Straßen sind wirklich holprig und ja, jetzt lassen wir den Abend noch ausklingen. Und dann schauen wir mal, morgen geht's weiter. Nach dem fürstlichen Frühstück starteten wir mit guter Laune in die Tour, trotz Regen. Anders als in den Tagen zuvor war der Weg an sich total gut. Wir hatten richtig glatte Straßen und machten ordentlich Meter. Das war auch gut so, denn wir entschieden uns dann doch relativ früh den Tag zu beenden und unsere nasse Kleidung sowie unser nasses Zelt in einem Hotel zu trocknen. Polen machte es uns hier aber total einfach und wir fanden schnell ein günstiges und gemütliches Hotel für uns. Die ersten beiden Tage in der Küstenregion hatten doch ein bisschen ihre Spuren hinterlassen. Wir bekamen eine Idee davon, wie es hier mal ausgesehen haben kann. Die wilden Waldstücke sind wirklich wunderschön, aber was sich dazwischen befindet, ist für uns sehr befremdlich gewesen. Riesige, wirklich riesige Hotelanlagen, die einem das Gefühl gaben, dass der Wald hier nichts mehr zu suchen hat und nur noch Deko ist. Ich kenne dieses Gefühl von anderen Reisen. Ich hatte es hier einfach nur überhaupt nicht erwartet und das war schwierig. Letztendlich konnte ich es mir so erklären. Oft fühle ich mich nicht wohl in großen Touristenmassen, weil ich das Gefühl habe, der Ursprung des Landes geht an der Stelle verloren. Was ja irgendwie auch nicht stimmt, denn das gehört dann an der Stelle zum Land und zum Leben der Leute dazu. Ich für mich kann diesen Konflikt nicht auflösen und das ist auch okay.
Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr dieses Gefühl auch kennt. Moin, moin. Wir sind raus aus Mielno und jetzt schon auf dem Weg auf der nächsten Etappe. Es hat heute Morgen ordentlich viel geregnet, deswegen sind wir auch noch ziemlich nass. Jetzt so langsam bricht es so ein bisschen auf. Mit dem Hilfe oder von dem anderen? Ja, ich habe mich gerade auf die Schnauze gelegt. Und wir haben jetzt schon hier den Schutz abgenommen, weil du das sonst nicht mehr schieben kannst. Also mir ist nichts passiert, alles gut. Jetzt gehen wir auf den Campingplatz und gucken, ob wir irgendwie Ersatz kriegen. Ich habe keine Ahnung. Also das ist ein Fahrradladen. Und die sagen, die tauschen da jetzt irgendwie meine Felge aus. Jedenfalls machen die irgendwas. Also die reparieren jetzt irgendwas. Ist morgen so fertig? Ja, den meinen, morgen ruft sie mich an. Hey, ganz ehrlich, stell dir mal vor, dass wir uns in einem dieser Käfer passiert haben. Prost! So wie es aussah, waren wir mit einem großen Schreck und nur leichten Schrammen und einem kaputten Vorderrad davongekommen. Zudem war der Campingplatz, auf dem wir gelandet waren, richtig cool und hatte seinen ganz eigenen Charme. Wir entschlossen uns, es ruhig anzugehen, noch ein paar Sonnenstrahlen mitzunehmen und die Gegend zu erkunden. Sind übrigens die Toiletten. Guck dir mal bitte dieses Wrack an. Da guckt noch der Schornstein raus. Das war Teil 1 unserer wilden Radtour durch Polen. Wenn du wissen willst, was uns noch alles passiert ist, dann schau dir auch Teil 2 an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.